Oh my God! No! Oh my God! Okay, lass uns gleichzeitig einen Namen aussuchen. Hab meinen Vicky. Nope, Sophia ist viel besser. Nein, Vicky. Sophia. Es wird Vicky. Sophia. Ich hab Vicky gesagt. Also, Vicky, oder? Klar, Vicky. Ich misch sie einmal kurz durch und jetzt auslegen. Okay, es ist soweit. Setz dich. Hier sind die Namen. Okay, was ist mit Bella? Lana ist die bessere Wahl. Was? Bella ist offensichtlich die bessere Wahl. Komm schon, Bella bedeutet schön. Ich werde jetzt ein Machtwort sprechen. Ach, wirst du das, ja? Wie wär's damit? Ich nehm das hier und du bekommst das. Hallo, Ma'am. Sind Sie bereit? Sonnenbrille auf und los geht's. Yeah, Lana, ich stimme dir voll zu. Hallo, nehmen Sie bitte Platz. Ach, Entschuldigung, könnten Sie die Temperatur etwas höher stellen? Bitte sehr, Miss. Hi, ich kann's kaum erwarten zu sitzen. Wow, es ist echt heiß hier drin. Entschuldigung, könnten Sie es etwas kühler machen hier? Aber klar doch, kein Problem. Oh, nein, das ist zu kalt. Können Sie die wieder höher stellen? Oh, viel besser. Oh, ich schwitze total. Wärmer, nein, kälter. Wärmer, nein, kälter. Ich verschwinde. Wow, der macht ganz schön Drama. Wow, was für eine gute Nacht. Mal sehen, was ich esse. Reste von gestern. Immer gut. Ich stelle das einfach noch ein paar Minuten in die Mikrowelle. Jetzt nur kurz warten. Hä? Die Mikrowelle funktioniert nicht. Komm, mach bitte. Oh, was für eine Enttäuschung. Diese Pizza ist tiefgefroren. Die ist nicht mal ansatzweise warm. Auf keinen Fall, viel zu kalt zum Essen. Was wenn ich... So geht's doch. Heißer Atem ist einfach immer die Rettung. So lecker. Genau das, was ich wollte. Hast du Hunger, Baby? Ich auch. Ich suche uns mal was zu essen. Wie wär's mit einem Erdbeerjoghurt? Das wird so lecker. Okay, wo ist mein Löffel? Das ist mal ein Joghurt. Aber das ist nicht wirklich das, was ich wollte. Oh, Eis, das will ich wirklich. Machen wir diesen Joghurt doch mal ein bisschen kühler. Yes! Jetzt habe ich ein Frozen-Joghurt-Eis am Stiel. Yum, so viel besser. Köstlich. Mittagessen. Wow. Hä? Oh. Was zum... Wow. Feuer. Also jetzt ist es heiß. Wind. Alles ist schön kühl. Erde. Mutter Natur wäre stolz. Wasser. Ich muss pinkeln. Wuhu! Was für eine tolle Party. Essie, schau. Süßer Typ-Alarm. Hi zusammen. Ich bin jetzt da. Jetzt kann die Party beginnen. Ha. Ich schätze, du hast gehört, dass ich ein Held bin. Ich habe einen Bankräuber aufgehalten. Wow. Jack ist der Beste. Das ist er wirklich. Sieh ihn dir an. Das ist keine große Sache. Ich mache nur meinen Job. Er ist so mutig. Wie auch immer. Ich muss noch ein bisschen Trampolin springen.
Und ich muss mit diesem süßen Jungen reden. Und los. Hi. Hey. Schau mal. Es ist nicht so heiß wie du. Yeah. Warte mal. Was? Wow. Oh nein. Das tust du nicht. Zwei können das Spiel spielen. Das ist für dich, Jake. Das ist doch verrückt. Ist das wie ein Zaubertrick oder so? Wow. Hey, was soll das? Essie? Er gehört mir. Nimm deine Hände von ihm. Lass uns anfangen. Willst du das wirklich tun? Glaubst du, ich habe Angst vor ein bisschen Wind? Nimm das! Ist das alles, was du zu bieten hast? Wow! Was ist passiert? Schau mal. Das gibt's nicht. Ich bin ein großer Fan der Natur. Du weißt schon, Pflanzen und Bäume und so. Ach, das ist so süß. Viel Glück beim nächsten Mal, Mädels. Wow, schau dir das an. Toll. Ich liebe diesen Kanal. Er ist so lustig. Sunny, siehst du das? Oh. Ich kann nicht zulassen, dass mich jemand sieht. Wir sollten etwas tun. Los geht's. Hey, verdächtig aussehender Mann. Oh, ich muss los. Aber nicht so schnell. Gute Idee. Was ist los? Warum bewege ich mich nicht? Jetzt bin ich dran. Wir brauchen ein Seil oder Wurzeln. Oh, cool. Nein, nein, nein. Ich falle. Autsch. Halt, bitte. Erwischt. Mal sehen, wer du bist. Cheryl? Was machst du denn da? Warum klaust du all die Süßigkeiten? Du musst dich erklären. Sofort. Ich bin keine Diebin. Ich habe dafür bezahlt. Schau mal. Oh. Richtig. Das sind ganz schön viele Süßigkeiten. Ups. Es tut uns so leid. Wir helfen dir auf. Das ist ja lächerlich. Mir ist so langweilig. Mir auch. Es muss doch irgendwas geben, was wir tun können. Aber was? Denk nach. Das könnte ein bisschen dauern. Moment, warum spielen wir nicht ein Spiel? Oh ja, das macht Spaß. Ich bereite es vor. Okay, lass uns spielen. Ich fange an. Nicht so schnell. Wir spielen Schere, Stein, Papier. Okay. Schere, Stein, Papier. Ich habe gewonnen. Das hier. Juhu, ich habe es geschafft. So beeindruckend ist das auch nicht. Sieh zu und lerne. Ruhig, schön ruhig. Ich hab's. Sollte das schwierig sein? Ja, ja, ja. Ich bin dran. Pass auf. Hey, meine Haare. Immer mit der Ruhe, Essie. Ganz im Ernst, halt. Das sollte doch nicht passieren. Du hast verloren. Du bist so schlecht in diesem Spiel. Es geht nichts über einen entspannten Abend vor dem Fernseher. Jemand an der Tür um diese Zeit? Schauen wir besser mal nach. Schätzchen? Was ist das? Seltsam. Komm, wir bringen sie rein. Schatz, schau, es ist ein Baby. Wir müssen etwas unternehmen. Wow, siehst du das? Das ist echt cool. Ist das für mich? Ich bekomme nie Blumen. Ich habe nur einmal unseren Jahrestag vergessen. Wir sprechen später darüber. Schnappen wir den Rest. Nun, Schätze, wir sind jetzt Eltern. Ich übe besser das Windelwechseln. Denn das wird eine stinkige Angelegenheit. Schau mal. Hey, benehmt euch. Ich mach das schon. Was zum... Ich hoffe, das war Wasser, kein Urin. Danke, schätze ich. Das war ein Glück. Wow, was geht hier vor sich? Ich glaube, wir sollten reingehen. Gute Idee. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Ja, ja, ist ja gut. Ist es wirklich schon wieder morgen? Ich will einfach nur im Bett bleiben. Okay, schätze, ich muss aufstehen.
Oh? Och, nicht schon wieder. Ich muss echt aufhören, im Schlaf zu sabbern. Was für ein toller Schlaf. Ich hatte den besten Traum. Zeit, mich fertig zu machen. Wow, das wird alte Spinnenweben abschütteln. Hey, geht's noch? Ist doch nur eine erfrischende Brise. Oh nein, leg den Feuerlöscher weg. Nein. Riechst du geröstete Marshmallows? Warte. Oh Mist, das ist nicht gut. Mama wird echt sauer sein. Was machst du denn? Komm schon. Ich kann nicht glauben, dass wir verwandt sind. Ein weiterer schöner Tag. Es ist nur ein bisschen angebrannt, hoffe ich. Red dir das nur ein. Moment mal. Ich kann meine Arme nicht bewegen. Ach, ich bin im Schlaf erblüht. Ich bin gefangen. Ich kann nicht raus. Wow. Autsch. Das ist witzig. Kannst du mir helfen? Wow, endlich ist die Toilette mal nicht besetzt. Ich hab's schon den ganzen Morgen ausgehalten. Ich dachte schon, es kommt zu einem Unfall. Oh ja, das ist gut. Ach, so viel besser. Klopapier nicht vergessen. Ich nehme mir noch etwas mehr. Ich habe das echt gebraucht. Zeit zum Spülen. Hä? Warum kommt da nichts? Oh nein, ich habe das Klo verstopft. Hey, wer ist da drin? Einen Moment noch. Beeil dich. Scheint, als müsste ich das selbst regeln. Okay, und los. Lalala. Warte, warum wackelt hier alles? Ist das ein Erdbeben? Oh nein, das gibt ein Chaos. Endlich, du hast dir echt Zeit gelassen. Ups, sorry. Du hättest echt Lufterfrischer benutzen können. Ich kann's nicht länger anhalten. Komm schon. Raus mit dir. Fast, fast geschafft. Ach, das fühlt sich gut an. Fühlt sich an, als hätte ich Gewicht verloren. Das war echt knapp. Hasta la vista, Kacke. Du kannst jetzt gehen. Hau ab. Du machst mich echt wütend. Okay, das war's. Du hast es so gewollt. Du musstest einfach gehen. Das sollte reichen. Riecht schlimmer als davor. Ich muss mich übergeben. Ich schiebe es einfach auf den Weg. Ich freue mich so, dass wir endlich eine eigene Wohnung haben. Sicher, dass wir hier richtig sind? Echt eklig hier. Achtbeinige Zimmergenossen? Igitt. Ladies, lasst uns diesen Ort auf Vordermann bringen. Das muss hier raus. Gah. Nein, definitiv nicht mehr zu retten. Weg hier. Es ist erstaunlich, was man mit ein bisschen Fleiß alles erreichen kann. Fertig. Wo ist Cheryl? Sucht ihr mich? Was ist das? Oh, natürlich. Jede Wohnung braucht eine Sache. Nun, neben einem Badezimmer wohlgemerkt. Ja, richtig geraten. Wir bauen unser ganz eigenes Bett. Korrektur. Ein Etagenbett für drei. Wusstest du, dass Pflanzen die Luft reinigen? Und sie sehen toll aus. Geht's noch? Ups. Tut mir leid. Hey. Willst du einen raffinierten Trick sehen? Verwende einen Ring wie diesen und binde dein Lieblingstuch darum. So, jetzt fühlst du dich wie eine Prinzessin. Leute, schaut! Oh, ich will auch sowas haben. Ich weiß. Perfekt. Du kommst genau hierhin, okay? Und das kann ich durch die Löcher führen. Ich muss nur sicher gehen, dass es locker sitzt. Weißt du, was es ist? Ein angenehmes Licht. Seht ihr? Tschüss. Die Königin ist eingezogen. Hä? Ich will auch so einen coolen Hintergrund haben. Das passt perfekt zu mir, oder? Sogar Sophia hat was. Ich fühle mich ausgegrenzt. Warte. Wie süß ist bitte dieses Kopfteil? Versuchen wir es noch einmal, ja? Passend für eine Königin, würde ich sagen. Oh ja.
Sophia, Essie hat offiziell den Verstand verloren. So albern. Hey, jedem das seine, oder? Gibt es einen besseren Klang auf der Welt? Genau das, wonach ich mich gesehnt habe. Mann, ich könnte eine Million davon essen. Hä? Was? Kann ich welche haben? Nein? Oh. Hey, du kannst nicht alle davon haben. Siehst du doch. Hey, es ist grün gegen rosa, Baby. Hey, schlag nicht so stark. Oh, das reicht. Ha, hey, das war ein guter Wurf. Ich weiß. Hey, mein Kissen ist ruiniert. Ich war nicht mal an diesem Kampf beteiligt. Aber ein paar Flecken bedeuten nicht das Ende der Welt. Lege die Schablone auf den Stoff und benutze ein Stempelkissen wie dieses. Wenn es fertig ist, wird es so cool aussehen. Fertig! Ist es nicht umwerfend? Hä? Wo hast du das denn her? Ich benutze nur schöne Kissen. Wir haben echt ein Chaos verursacht, was? Zeit, dass ich einen neuen Bezug kreiere. Lege den Stoff hin und klebe Malerband darüber. Und jetzt kommt die Farbe. Ich habe mich natürlich für grün entschieden. Ich mache zuerst nur diesen einen Streifen. Dann erzeuge ich ein Design mit Farbverlauf. Zum Schluss folgt weiß. Und nun zum schönsten Teil. Jetzt sind es saubere Linien. Schaut euch meinen neuen Kissenbezug an. Ich wette, ich kann das noch besser. Zuerst ändere ich die Form. Die sehen echt aus wie Augen. Und Wangen. Wie süß ist dieses Kerlchen bitte? Waffenstillstand. Klingt gut. Oh, wer will mit mir kämpfen? Es gibt einfach nichts Besseres als Kartoffelchips. Hä? Schuh! Was? Wo ist es hingeflogen? Was ist das denn? Was macht Cheryl da drüben? Hä? Okay, was ist hier drin? Kleiderbügel? Was ist das? Vielleicht könnten wir was basteln. Ich habe meine Augen auf das Teil geworfen. Sophia? Wie lange sind bitte deine Arme? Hab es! Das ist alles, was ich brauche. Das reicht mir aus. Aber zuerst muss ich eine coole Form erstellen. Etwas Grün wird es interessanter machen. Immerhin ist es meine Lieblingsfarbe. An den Kanten muss ich schön vorsichtig sein. Nun umdrehen und andrücken. Das sollte reichen. Nun vorsichtig anheben. Tada! Ist das nicht spektakulär? So! Ich will auch sowas Cooles haben. Ich bastle es einfach selbst. Und was ist besser als Gold? Sobald es trocken ist, trage ich hier Heißkleber auf. Aber nur auf einer Seite. Dann klebe ich einen weiteren Bügel an. Wenn alles trocken ist, lege ich es an ein Holztablett. Jetzt ist es ein kleiner Tisch. Jetzt kann ich mein Tablett im Bett benutzen. Brillant, nicht wahr? Oh, ich hab's. Ich liebe Schmetterlinge. Ich kann also welche in mein Glas geben. Sobald der Kleber aufgetragen wurde, klebe ich es an die Glasinnenseite. Man kann jede beliebige Form hinzufügen. Und nun färben wir das Ganze einfach. Es ist keine Überraschung. Ich habe mich für rosa entschieden. Macht immer weiter, bis alles ausgefüllt ist. Fast fertig. So. Und nun kommt eine Lichterkette rein. Einfach zauberhaft, nicht wahr? Das ist das perfekte Nachtlicht. Wow, diese Geschichte wird echt verrückt. Ah. Sophia?
Ach, ich halte es einfach. Ah, basteln macht echt müde. Oh-oh, das wird nicht gut enden. Gut, die beiden schlafen. Nicht aufwachen. Ah, das hat sich nicht gut angefühlt. Mein Fuß, ich halte das nicht aus. Hä? Was? Blöde Spielsachen überall. Was soll das? Es ist mitten in der Nacht. Was ist bitte dein Problem? Nun, ich habe dir das mitgebracht. Cool. Das sind kleine Regale. Perfekt für das obere Bett. Und sie sind rosa. Jetzt musst du das nicht mehr halten, Essie. Leg es einfach hier hin. Oh, scheint, als müsste ich da was in Ordnung bringen. Ich glaube, ich weiß auch schon wie. Stelle den Rahmen auf die Seite und füge zwei weitere hinzu. Verwende Heißkleber an allen Seiten. Und klebe eine lange Holzstange an. Wenn alles trocken ist, hast du Regale. Aber wir peppen es noch etwas auf. Und Essie liebt ihr Gold. Es sieht jetzt schon so viel besser aus. Findest du nicht auch? Fertig. Wow, das ist großartig, Cheryl. Oh. Was könnte ich denn mit diesem Teil hier machen? Zuerst bemale ich es in einer anderen Farbe. Weiß ist die perfekte Grundierung. Färbe es komplett ein, bis das ganze Brett weiß ist. Erinnert ihr euch noch an dieses Kerlchen? Schon besser. Nun platziere ich die Hälften und füge noch mehr hinzu. Tada! Jetzt können sich diese Teile als nützlich erweisen. Und sie liegen nicht mehr auf dem Boden rum. Großartig! Danke, dass ihr meine Sachen haltet. Perfekt, danke dir. Danke. Das ist genial. Sicher. Das nenne ich mal Schadensbegrenzung. Ist das nicht ein beeindruckendes Vorher und Nachher? Es ist großartig. Moment, wer ist das? Hey Mädels, sucht ihr eine Mitbewohnerin? Hier bin ich. Ich schätze, wir können etwas Platz schaffen. Was geht hier ab? Brumm, brumm. Okay, das ist mir neu. Na los, wir kommen noch zu spät. Ich denke, ich habe alles dabei. Oh, du bist das Kindermädchen, oder? Hi. Ups, hätte fast meinen Hut vergessen. Bin ich im falschen Film? Bis dann. Aber wie, ich meine, also schon gut. Tief durchatmen. Den wirst du brauchen. Liebling, wir verpassen noch unseren Flug. Ich habe noch so viele Fragen. Viel Spaß. Ist der gerade durch die Tür gelaufen? Bis dann. Gute Reise. Mann, ist das schräg. Wieso hat sie mir den Ring gegeben? Wow, was ist das? Okay, was ist gerade passiert? Bin ich eine Superheldin? Das wird richtig nice. Wow, wieder was Neues gelernt. Nicht so schnell, David. Hui! Das ist öde. Das ist zu langsam. Oh, das sieht spaßig aus. Das wird super toll. Oh, das ist kaputt. Oh, ich hab's. Was macht er da? Yeah, mein neuer Freund. Und los, schneller. Juhu! Gibt es hier nicht etwas noch Spaßigeres? Wow, na sowas. Wo ist David hin? Hey Betty, komm runter. Ich bin ein Baum. Komm da sofort runter. Oh, das ist unfair. Das war echt knapp. Das Buch ist echt spannend. Oh nein. Ich gehe schwimmen. Was trägt er da? Gleich wird es spritzig. Er sieht so albern aus. Schau her, Betty. Ich spring jetzt rein. Achtung, jetzt komme ich. Nicht so schnell. Ich muss zuerst das Wasser prüfen.
Das ist zu kalt. Heute wird nicht geschwommen. Hä? Oh, Menno! So werde ich nie mit dem Buch fertig. Ich bin sowas von wütend. Ich weiß. Ich will nicht... Ich bin wach. Hab nur meine Augen ausgeruht. Oh, bin wohl eingenickt. Oh, er ist so ein braver Junge. Eine Nanny zu sein ist echt öde. Ich brauche etwas Unterhaltung. Ich könnte herausfinden, was dieser Ring macht. Das ist die Adresse. Ups. Ich habe eine Idee. Ha, geschafft. Jetzt bin ich Paketbote. Das ist voll genial. In was kann ich mich noch so verwandeln? Mal sehen. Eine Katze? Nee. Ich mag Hunde viel lieber. Ein Ball? Das könnte lustig werden. Okay, Konzentration. Wow, das ist voll lustig. Oh, hey, cool, ein Ball. Wie hoch ich den wohl kicken kann? David! Hat der Ball gerade mit mir gesprochen? Ich hasse Fußball. Ich sollte mich abtrocknen. Oh, eine Nachricht von Jeff. Ich gehe auf ein Date. Wie schön. Kann's kaum erwarten. Oh, oh. Es gibt noch so viel zu tun. Das wird den ganzen Tag dauern. Es sei denn, ich nutze den Ring. Daran hätte ich früher denken sollen. Schrubbe, Schrubbe, Schrubbe. Bereit? Fang! Autsch. Du bist echt schlecht in dem Spiel. Immerhin hast du es versucht. Hey, Süße. Bist du bereit? Aus dem Weg! Hi! Ups! Ich habe gerade abgewaschen. War das nicht? Vergiss es. Lass uns gehen. Das ist Mamis Lieblingssendung. Oh, war das ein Tritt? Was ist denn da drin los? Oh, du bist ja so süß. Gucci, Gucci. Was geht? Ich will mit dem Baby spielen. Bist du verrückt? Gib her, das ist meins. Lass los. Oh, hör auf. Hä? Cool. Oh-oh. So ein interessantes Buch. Bücher sind für Verlierer. Hallo? Ich darf keine Stelle vergessen. Na toll, die Sonnencreme ist alle. Ich hol mir lieber noch welche. Wo ist mein Geld? Jetzt wird's interessant. Ich denke, das reicht. Ich lasse den Rest hier. Sie macht es mir aber einfach. Was macht David da? Als ob man Süßigkeiten von einem Baby klaut. Wuhu, Jackpot! Der Tag wird immer besser. Ahem, gib das her. Hey, was machst du? Das ist falsch. Ich leg das Geld dahin, wo es hingehört. Ich bin enttäuscht von dir, David. Schätze, du hast recht. Nee, du bist einfach nur lahm. Komm zurück, David. Nee, du fängst mich nicht. Komm schon. Ah, lass mich. Warte, das sollte doch andersrum laufen. Schon besser. Hab dich. Oh, ich muss mich dehnen. Gib mir die Handtasche. Ich bin sowas von unfit. Gib mir das Geld. Danke. Auf ein neues. Was machst du da? Das ist doch nicht zu glauben. Ich kann das erklären. Dieben! Nein, es ist nicht, wonach es aussieht. Gib sie mir wieder. Ist noch alles da. Ich freue mich schon sehr darauf. Es gibt nichts Besseres als ein gutes Buch. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Wuhu! Was für eine coole Party! Das ist doch lächerlich. Ich versuche mich auf mein Buch zu konzentrieren. Ich liebe diesen Song. Yeah, ab geht's! Ich kann sie immer noch hören. Woo! Und jetzt in den Pool. Schaut her.
Arschbombe! Was war das? Wow, das war voll krass! Unglaublich! Schau sie dir an! Wie kann das denn Spaß machen? Yeah! Abrocken! Gitarrensolo! Hä? Das ist das Beste! Ich muss lauter spielen! La la la! Lasst uns feiern! Woo! Oh yeah! Kommt schon, tanzt weiter! Was ist denn da los? Ich könnte ewig weiter feiern. Okay, die Nerven. Seid ruhig. Oh, jetzt reicht's. Hey! Hi! Ja, genießt eure Party. Die wird nicht mehr lange gehen. Dafür werde ich sorgen. Hehe. Das habt ihr euch verdient. Versucht mal Party ohne Strom zu machen. Was zu... Wo ist die Musik? Meine Arbeit ist erledigt. Oh, die Party ist vorbei. Lasst uns abhauen. Endlich Stille. Wuhu! Leute? Leute, wo sind denn alle hin? Hä, das ist ja ganz schön komisch. Na gut, dann gehe ich auch mal nach Hause. Wuhu! Ich könnte ewig lesen. Aber ich werde so müde. Ich bin wach. Ich werde meine Augen für ein paar Minuten zumachen. Nach dem kurzen Nickerchen wird es mir besser gehen. Ich mache es mir nur noch ein bisschen gemütlich. Ah, das ist schön. Was machst du da? Hey! Ignorier mich nicht! Betty! Im Ernst? Wach auf! Na los! Okay, jetzt wird's persönlich. Betty, wach auf! Sofort! Sie ist so nervig! Wach auf! Hör auf zu schlafen! Betty! Das macht sie doch mit Absicht. Ich brauche einen neuen Plan. Oh, ich weiß. Ich nehme die Kissen runter. Und das hier auch. Okay, ich glaube, ich bin soweit. Jetzt ziehe ich einfach an der Decke. Wow, sie schläft immer noch. Na egal. Und jetzt kann ich es mir hier gemütlich machen und entspannen. Zeit zum Putzen. Was zum Teufel war das? Was ist hier los? Ich hab jetzt das Sagen. Yes! Ich habe meine Physikprüfung mit einer 1 bestanden. So, das ist genug gefeiert. Whee! Okay, beruhig dich. Leg das einfach in deinen Spind. Rein mit dir, zu all den anderen Tests. Ah, ich habe bis jetzt ein tolles Jahr. Oh, Albert, ich weiß, du wärst stolz auf mich. Endlich komme ich aus dem Unterricht raus. Diese Schule ist so dumm. Moment mal. Hey, Nerd, gib mir den Schokoriegel. Ich sagte, gib mir den Schokoriegel. Sofort. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Okay, kostenloses Mittagessen. Der Schokoriegel ist ziemlich gut. Oh Mann, Mist, so viel Müll. Ich schieb den einfach aus dem Weg. So geht's, nicht mein Problem. Ich verschwinde besser. Was zum Teufel? Wo kommt der ganze Müll her? Das ist der schlimmste Tag. Okay, Zeit, meine Nägel zu machen. Gerade, gleichmäßige Striche. Sehr gut, das sieht toll aus. Ich puste ein bisschen, damit sie trocknen. Oh, ich habe eine Benachrichtigung. Hey, schau mal, eine Party. Wahnsinn. Lass mich mein Make-up beenden. Was machst du da? Stopp. Wo liegt das Problem? Du brauchst dieses Make-up. Auf keinen Fall. Das bin ich nicht. Da bleibt nur eins zu tun. Make-up-Schlag.
Wow, wer hat gewonnen? Nein, ich bin ganz rosa und hübsch. Ich bin ganz Rock und Metal. Ich hasse das. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Willst du so auf die Party gehen? Natürlich nicht. Keine Party für uns. Wir sehen lächerlich aus. Okay, das schreibe ich besser auf. Es ist wichtig, sich die Quadratwurzel zu merken. Quadratwurzel, verstanden. Ihr müsst auch den Rest mitnehmen. Der Affe hat meinen Hut gestohlen. Hä? Was ist das für eine Benachrichtigung? Ach du meine Güte, ein Anruf? Was soll ich tun? Ich werde bestimmt vom Lehrer angeschrien. Nein, auf keinen Fall, das darf nicht passieren. Ich muss den Anruf ablehnen. Besser. Nein, der Hut gehört nicht dem Affen. Hä? Was ist das? Bella, was machst du da? Wie geht's dir, du Loser? Ha, du bist witzig. Hey, schau mal, wer anruft. Was ist da hinten los? Oh, hey, willst du dem Lehrer Hallo sagen? Warte, was? Was passiert hier? Lehrer, sag Hallo, schau mal, wer da ist. Tut mir leid, was ist gerade passiert? Oh, ich bin gerade dabei, den Highscore zu knacken. Ja, geschafft, gewonnen! Ey, was guckst du denn so, Blondie? Schulklingel? Nach wegen kümmert's. Ich muss weiterspielen. Alles klar, ich bin bereit für den Unterricht. Guten Morgen, Klasse. Ach, Ihnen einen guten Morgen. Ich bin so froh, hier zu sein. Ja, gut, danke. Bitte nimm wieder Platz. Okay, aber ich bin schon so aufgeregt, was zu lernen. Okay, mal sehen. Warte eine Sekunde. Bella? Ja? Yo? Entschuldigung, steh auf, Bella. Wenn ich in mein Klassenzimmer komme, erwarte ich Respekt. Ich kann das nicht verstehen, die ist so schrecklich. Ich muss ihr eine Lektion erteilen. Ich hoffe, du hast es verstanden. Jetzt setz dich hin, damit wir mit dem Unterricht anfangen können. Aha, wow! Oh nein, was ist passiert? Die ist hingefallen. Bella, geht's dir gut? Ich weiß, dass du das warst, Blondie. Oh, geh mir aus dem Weg, Blondie. Oh, die ist absolut schrecklich. Ich kann die nicht ausstehen. Wenigstens bin ich bereit für den Unterricht, anders als sie. Mann, behalt deine Augen bei dir, Blondie. Ignoriere sie einfach und bereite dich für den Unterricht vor. Okay, womit soll ich anfangen? Mit dem. Ich muss aufpassen, dass ich nur ein paar Körner dazugebe. Perfekt, was kommt als nächstes? Oh Mann, die ist so ein Lehrerliebling. Ich brauche die Schutzbrille nicht. Ich schätze, ich muss einfach was hiervon reinhauen. Ja, ups, das war zu viel. Naja, das wird schon okay sein. Oh, die ist so schludrig. So macht man keine Chemie. Nur ein paar Tropfen hiervon und ich bin fertig. So bekomme ich eine Eins. Ach, als ob das so schwer ist. Hier, schau zu. Rein damit. Siehst du? Fertig. Nicht schwer. Was? Oh nein! Ah! Mein Experiment! Was ist passiert? Ja, schau dir mal deine Haare an. Ja, das ist witzig. Ich verstehe nicht, was schiefgelaufen ist. Oh nee, nicht meins auch noch. Mann, schau dir mal die Farben an. Oh, wunderschön. Ja, du hast wirklich was gelernt. Es ist in Ordnung, aus Fehlern lernt man. In Ordnung, Klasse. Der Test beginnt jetzt. Was? Ach, das wird sowas von einfach. Oh Mann, woher soll ich das alles wissen? Oh, vielleicht kann ich die Antworten von hier aus sehen.
ist die Arms im Weg. Und jetzt zählt ihn hoch. Immer noch nicht. Oh, warum ist Schummel denn so schwer? Ja, perfekt. Ich kann alles sehen. Denk nicht mal dran. Mach deinen eigenen Test. Body denkt, die ist so toll, nur weil sie was gelernt hat. Ich habe eine gute Idee, wie ich ihr das heimzahlen kann. Ich zerknüll einfach ein bisschen Papier. Ja, so. Perfekter Schuss. Genau auf den Kopf. Hey, Betty. Das ist für dich. Was? Warum gibst du mir denn einen Müll? Nein! Nein, ich war das nicht. Das war Bella. Och, Betty, ich kann nicht glauben, dass du so lügst. Betty, verschwinde aus diesem Klassenzimmer. Aber ich... Oh, doch, das ist nicht fair. Tschüss, Betty. Bis später. Oh, Mann, mir ist so langweilig. Dieser Unterricht nimmt echt kein Ende. Oh, endlich Zeit fürs Mittagessen. Ich bin am Verhungern. Mal sehen, wo ist denn mein Essen? Ja, das Sandwich wird großartig. Die Oberseite ist irgendwo hier drin. Jetzt ist es ein Sandwich. Ich heb mir diesen Kaugummi für später auf. Ja. Oh, das ist so gut. Die isst, als wäre sie ein Kobold. Ich bin froh, dass ich diesen Apfel mitgenommen habe. Ein wenig polieren und schon ist sie bereit zum Essen. Mal sehen, was habe ich denn heute? Oh, nichts. Ach, was für eine Schande. Frau Lehrerin, möchten Sie meinen Apfel? Ach ja, Betty, das wäre sehr nett. Was? Ich esse mein Sandwich lieber auf, bevor ich es auch noch mit der Lehrerin teilen muss. Ich danke dir, Betty. Du bist eine Liebe. Das ist ein leckerer Apfel. Jetzt habe ich aber Hunger. So, meine Lieben, es ist wieder Zeit für unser alljährliches Familienfoto. Sag Cheese. Damals waren wir so glücklich. Sich scheiden lassen ist doof. Ups. Na, der Typ gefällt mir schon besser. Hier ist der beste Stiefdad. Willst du was? Schau mich nicht so an. Er gehört nun zur Familie. Sag Cheese. Okay, ich bin nochmal alles durchgegangen. Ich kann jetzt endlich los. Ich habe zu viel eingepackt. Ciao, gute Reise. Juhu, endlich habe ich die Bude für mich allein. Game time. Oh yeah, genial. Was geht? Hey, wer hat alle meine Snacks aufgegessen? Du hättest wenigstens aufräumen können. Schon mal was von Recycling gehört? Ich rede mit dir. Ja, ja, schon gut. Okay, ich rufe meinen Dad an. Hi, es ist schon wieder passiert. Jetzt kannst du was erleben. Oh, das ist so traurig. Daddy! Bitte hilf mir. Nun, also, warum heulst denn du? Dieser Film ist so herzzerreißend. Ist das ein Straßenkind? Oh, das ist traurig. Ich wünschte, ich könnte ihr helfen. Hey, sie wird adoptiert. Was? Ist das zu fassen? Das reicht. Ich rufe Mom an. Mom, bitte komm wieder nach Hause. Hä? Dein Schatz ruft dich an. Hallo? Was sucht der denn hier? Habt ihr beide nichts Besseres zu tun? Wir stehen schon auf, okay? Wir haben gleich alles aufgeräumt. Wie viel Limo hast du denn getrunken? So. Entschuldige, Schätzchen. Hast du Lust auf ein paar Snacky-Snacks? Hier, das ist für dich. Mmh.
Wie schön, sie sieht so glücklich aus. Mom sollte öfters verreisen. Alles klar, bereit für die Schule. Vergiss nicht dein Pausenbrot, Liebling. Hier bitte. Danke, Dad. Hä? Hier ist dein Pausengeld. Viel Spaß. Oh, danke. Warte. Ja? Nein, nein, nein. Nimm diesen Rucksack. Und das hier. Wow. Sicher, dass ich das Zeug brauche? Nur für den Fall. Und vergiss nicht, Daddy liebt dich. Hey, ich komme viel zu spät. Ich muss los. Oh, Mann, das wäre beinahe schief gegangen. Oh, Mann. Zum Glück bin ich da raus. Ich kann all das Geld kaum tragen. Zwei Väter sind echt anstrengend. Oder liegt's nur an dem Rucksack? Niemand zu sehen? Dann kann's ja losgehen. Her mit der Tasche! Hey! Gib sie mir wieder! Du lässt mir keine Wahl! Wo ist der Dieb? Bereit für eine Abreibung? Ja, zeig's ihm! Dad am Boden. Ah! Hilfe, Hilfe! Was ist denn hier los? Wow! Ich gehe zu Boden! Niemand geht so mit meinen Vätern um. Wow! Das lohnt sich nicht. Ja, verschwinde lieber. Puh, alles okay bei euch beiden? Hier, heißer Kakao für euch. Muss ich mich denn um alles kümmern? Juhu, endlich spielen. Welches Spiel nehme ich denn heute? Das sieht lustig aus. Wow, all die Spielfiguren. Das sieht gut aus. Ein sehr interessanter Artikel. Hey, Mom. Hallo, Liebling. Wie geht es meiner Prinzessin? Zeig mal, was du da hast. Ich habe was gemalt. Guck. Ach, Liebling, du hast Papa aber sehr gut getroffen. Das werde ich mir einrahmen oder in einer Kunstgalerie aufhängen. Meine Kleine ist so begabt, ein wahres Naturtalent. Ich bin unendlich stolz auf sie. Mami, Mami! Hä? Ein wirklich tolles Bild, Liebling. Das hänge ich gleich an die Wand. Das sieht toll aus, ein weiteres Meisterwerk für unsere Sammlung. Lass deiner Kreativität immer freien Lauf, hörst du? Bravo! Ich glaube, ich muss gleich niesen. Doch nicht. Ich hasse es, krank zu sein. Ein Mülleimer wäre wohl gut. Oder jemand anders räumt hier einfach auf. Hey, Mami, ich hab dir ein Bild gemalt. Zieh Leine, ich bin beschäftigt. Mami? Mami? Immer noch da? Na gut, dann zeig mal her. Guck mal, da sind Bäume und Vögel. Gib mal her. Viel besser. Oh, das wollte ich nicht. Igitt! Schon gut, ich wisch das ja weg. Ich hab's. Ich häng's mit Kaugummi an die Wand. Aber wir haben doch Klebeband. Aber wenigstens hängt sie's auf. Tada! Du hast es ruiniert. Hab's versucht. Sorry. Die Hausaufgaben sind echt schwer. Oh, das Ergebnis weiß ich aber. Puh, so viel Denksport. Oh, hi Mama. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich wollte dir nur etwas zu trinken bringen. Hier hast du etwas Limonade. Danke, Mom. Okay, weiter geht's. Mom, das ist viel zu laut. Das haben wir gleich. Hör auf zu klingeln. Hör auf jetzt. Endlich Ruhe. Oh nein, die Türklingel. Wer könnte das denn sein? Bin gleich zurück. Psst, bitte.
bitte nicht stören. Oh, ein Paket, danke. Okay, dieses Haus beliefere ich garantiert nicht mehr. Ist das besser? Oh, entschuldige. Ich lasse dich in Ruhe. Meine Mami ist so lieb. So viele Hausaufgaben. Ah, jetzt kapiere ich's. Gar nicht so schwer. Hi, Mami. Oh, wer spricht da? Ups, da habe ich wohl Kaffee verschüttet. Tut mir leid. Jetzt muss ich von vorne anfangen. Hab mich ja schon entschuldigt. So, jetzt sei still, ich muss mir was anschauen. Haha, der Kanal ist spitze. Das ist so lustig. Mom, ich kann mich nicht konzentrieren. Du hast aber schlechte Laune. Na, dann schaue ich eben nicht weiter. Man kann hier überhaupt nicht gut arbeiten. Hey, zieh dir mal die Riffs rein. Ich hab Bock auf eine Gitarren-Session. Oh yeah, Rock'n'Roll. Mom, bitte. Kunstbanause, sorry. Oh, fast hätte ich die Abzweigung verpasst. Hey, ich brauche mal deine Meinung. Dieses Spitzenkleid oder das schulterfreie? Schatz, könntest du bitte was sagen? Oh nein, mich wimmelst du nicht ab. Ah, der Controller, der ist voll heiß. Das verbrennt meine Hände. Bist du jetzt bereit? Welches Kleid? Danke, du bist so süß. Oh, danke. Und du auch. Okay, ich gehe mich umziehen. Ach, sie gibt mir so ein warmes Gefühl. Hey, Schatz. Oh, hi, wie war dein Tag? Du hast mir gefehlt. Ja, war nicht schlecht. Nun, das ist gut. Boah, meine Beine tun weh und sind müde. Oh, na, dann leg sie doch einfach hoch. Massierst du sie ein bisschen? Bitte. Ernsthaft? Aber ich könnte wirklich eine Massage gut gebrauchen. Moment mal, ich habe eine Idee. Hey, leg das Handy weg. Meine Beine tun weh, ich brauche dich, um sie zu massieren. Oh, das ist so viel besser. Oh, das ist genau das, was ich brauchte. Oh mein Gott, ich glaube, es ist soweit. Notfall, das ist ein Notfall. Ups. Geben Sie mir einen Moment, ich bin gleich zurück. Oh nein, jetzt bin ich völlig alleine hier. Okay, ich bin zurück. Und ich bin vorbereitet. Dann kühlen wir dich mal ab. Was für ein süßes kleines Baby. Oh. Hier hast du es, dein Baby. Oh mein Gott, du bist genau wie deine Mami. Das Baby kommt. Okay, dann wird es wohl Zeit. Lass mich nach dem Baby sehen. Hm, das ist seltsam. Okay, yep, es ist auf jeden Fall soweit. Okay, genau zuhören. Tief einatmen und ausatmen. Was ist denn hier passiert? Oh, das tut mir leid. Keine Sorge, ich werde dich wieder auftauen. Ich denke, das wird gehen. Puh, das hat geklappt. Du bist wieder da. Kommen wir zurück zum Thema? Oh ja, natürlich. Denk an die Atmung. Da ist es ja, ein wunderschönes Baby. Hier hast du es. Mein wunderschönes Baby. Es ist so beängstigend. Es ist langweilig. Das ist spannend. Aber ich kann nicht aufhören zu schauen. Das gefällt mir gar nicht. Hä? Sunny, halt deine Pflanzen unter Kontrolle. Verschluss damit. Hm. So
Hause schon besser. Oh, ups. Das tut mir leid. Ich kann nicht glauben, dass du das gruselig findest. Ah, ist es weg? Mach, dass es aufhört. Ah. Hey, halt! Ich hab's. Oh, die sind überall. Das war knapp. Oh, das ist ein interessanter Look. Das ist sowas von überhaupt nicht cool. Das ist ja urkomisch. Wow! Oh, das habe ich verdient. Ich sag gar nichts. Ich sollte mich mal lieber fertig machen. Hallo, du. Sieht gut aus. Zeit für mein Make-up. Das ist genau, was ich brauche. Ich werde es auf mein Gesicht auftragen. Und jetzt kommt der magische Teil. Ein bisschen Feuer. Wow, das ist fantastisch. Ich muss noch mein Haar richten. Locken sehen gut aus. Versuchen wir es mal. Hey, Cheryl. Also das ist nicht gut. Ich werde es einfach glatt streichen. Das wird was bewirken. Was? Wie kann das denn jetzt besser sein? Versuch mir das nochmal. Dadurch wird das Wasser entfernt. Na super. Oh, das sieht gut aus, Cheryl. Vielleicht könnte ich mein Haar auch locken. Mit etwas Hilfe von Cheryl. Ich hoffe, sie merkt es nicht. Es klappt. Was machst du da? Essie? Ah! Beruhige dich. Ich wollte nur ein paar Locken. Nana. Entschuldigung. Cheryl, komm zurück. Und was soll ich jetzt tun? Hast du das mit Cheryl gehört? Ich weiß, sie ist so hitzköpfig. Ja, vergiss es. Okay, was soll ich mit meinen Haaren tun? Blumen sehen süß aus. Oh, schön. Es sieht besser aus, als ich dachte. Es ist so wunderschön. Oh, ich liebe es. Das ist mein Make-up. Jetzt zu meinen Haaren. Ich mag es, wenn sie vom Wind zerzaust sind. Hallo? Meine Haare! Hä? Hast du was gesagt? Ach, ich liebe den Wind in meinen Haaren. Ich nicht! Wer braucht schon einen Föhn? War das ich? Ja, natürlich. Zeit für eine kleine Revanche. Lass uns darüber reden. Nein, Sunny! Dich. Weißt du was? Es steht dir. Oh, ich brauche eine Heckenschere. Ich mache mir wohl wieder die Haare. Ich fange besser an. Schon morgen? Was für ein toller Schlaf. Ich muss etwas trinken. Nichts ist besser als ein Glas Wasser. Oh, guten Morgen. Ich bin so hungrig. Ich mache besser mal Frühstück. Ich möchte ein paar Eier. Ich hasse es zu kochen. Wenigstens dauert es nicht lang. Eine kurze Hitzewelle und das war's. Ein leckeres, gesundes Frühstück. Hey, morgen. Gut geschlafen? Ja, ich... Warte mal. Riechst du das? Als ob irgendwas brennt. Keine Sorge. Es sieht ein bisschen zu durch aus. Oh, das stinkt voll. Pfui. Ich werde ein paar Cornflakes essen. Wow, das war ziemlich cool. Pass auf! Kannst du uns vielleicht vorwarnen? Das mag ich am liebsten. Oh, ich brauche etwas Kaffee. Vorsichtig! Ich sollte es besser abkühlen. Ich will mir den Mund nicht verbrennen. Das ist jeden Morgen so. Wir brauchen echt eine neue Mitbewohnerin. Oh,
Aufmerksamkeit, Klasse! Ahem, euch ist klar, dass ihr in der Schule seid, oder? Wer wird die Frage beantworten? Bitte nicht ich. Vielleicht sieht sie mich nicht. Erde. Komm vor. Nichts da. Ich hau ab. Was? Wie? Ist das normal? Schätze, dann bist du dran. Glaube ich nicht. Tschüss. Was zum... Immer das Gleiche mit dieser Familie. Hat jemand einen Mob? Schätze, meine Schwester war hier? Toll. Noch eine. Denk nicht mal dran. Das ist nicht meine Klasse. Tschüss. Oh, ich muss echt einen neuen Job finden. Ich kann das nicht mehr. Ich liebe diesen Kanal. Warte. Ich war mit Kochen dran. Das ist nicht gut. Hier herrscht reines Chaos. Das wird ewig dauern. Ich muss mich beeilen. Ich brauche einen Mülleimer. Okay, los geht's. Wow, so viel Müll. Mist, ich habe die Blumen vergessen. Das sind doch meine Freunde. Oh, sorry, kleiner Kerl. Das wird immer schlimmer. Okay, ich muss die Kleider waschen. Ich hasse das. Bringen wir es hinter uns. Weiß Mama nicht, dass ich nicht kochen kann? Ich verbrenne doch alles. Egal, los geht's. Sollte doch ganz einfach sein, oder? Oh nein, Mama ist bald da. Ich muss etwas schneller machen. Her mit euch. Nein, nein, nein! Oh, ich hoffe, das war nicht wertvoll. Kümmere mich später darum. Ups, das läuft gar nicht gut. Hey, das läuft super. Zeit, diesen Vogel zu kochen. Ich brauche nur etwas Wärme. Etwas mehr? Das dauert zu lange. Schon besser. Riecht gut. Ich will knusprige Haut haben. Und jetzt ist es ruiniert. Oh, ich wusste, dass das passieren wird. Bitte wachse. Warum funktioniert das nicht? Bitte, ich flehe dich an. Und los. Zuerst brauche ich Wasser. Das macht mich durstig. Diese Kleider werden im Nu sauber. Oh, wie enttäuschend. Versuchen wir es nochmal. Komm schon. Soll das ein Witz sein? Das reicht. Nimm das. Ich glaube, ich habe es etwas übertrieben. Wow. Autsch, mein Kopf. Ich hasse Hausarbeit. Aber ich kann Mama nicht enttäuschen. Ich muss es tun. Aber es erfordert meine ganze Aufmerksamkeit. Ich muss ruhig bleiben. Und los. Ich bin eins mit der Natur. Energie fließt durch mich hindurch. Wir haben die Macht. Das sind wir. Ich bin Erde. Ich bin Wasser. Ich bin Feuer. Ich bin Wind. Ich habe die Kontrolle über meine Umgebung. Mich kann nichts aufhalten. Ich kontrolliere meine Macht. Ich verbrenne dieses Hühnchen nicht. Ich bin voller Leben. Ich erzeuge Leben. Alles ist möglich. Ich kontrolliere die Gezeiten. Ich reinige diese Kleider. Es funktioniert. Ich mache echt die Wäsche. Ups, ich konzentriere mich besser. Schön weitermachen. Ich will es nicht vermasseln. Nur noch ein bisschen. Und die können in den Müll. Ich kann's nicht glauben. Nur noch eine übrig. Ich will, dass du blühst. Ja, das war großartig. Beenden wir das. Ich will diese Flecken loswerden. Das war's. Wer braucht schon eine Waschmaschine? Das macht so viel Spaß. Ich glaube, es ist soweit. Wow, sieht lecker aus. Schatz, bist du hier? Hi, Mama. Dein Zimmer sieht großartig aus. Keine große Sache. Wir sehen uns beim Abendessen. Oh, das war stressig. Wow, schau dir diese Blume an. Ich hatte schon Angst, du würdest das Gießen vergessen. Ich bin ein Naturtalent, wenn es um Gartenarbeit geht. Das bist du. Puh.
Ja, Mama, sie sind alle sauber und gefaltet. Danke, Schätzchen. Ich helfe dir gerne. Bitte sehr. Das hast du ganz toll gemacht. Das sieht so lecker aus. Du musst mir unbedingt das Rezept geben. Du wirst immer besser in der Küche. Kinder, Essen ist fertig. Ich hoffe, es schmeckt euch. Habe ich alles selbst gemacht. Hey, machst du Selfies? Lass mich auch drauf. Na gut, dann komm. Nee, auf keinen Fall. Da müssen wir aber noch welche machen. Okay, dieses Mal müssen sie aber gut sein. Was zur Hölle? Wie ist denn das überhaupt möglich? Ich kann doch nicht immer so schrecklich aussehen. Los, nochmal. Okay, das muss aber geklappt haben. Ach, komm schon. Echt jetzt. Das Shirt sieht cool aus. Ach Mann, warum friert denn dieses blöde Telefon immer ein? Das scheint die Adresse für die Lieferung zu sein. Oh, ich falle! Mann, diese Lieferung braucht ja ewig. Oh, das Paket ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Das ist ja nicht meine Schuld, das war die Schwerkraft. Oh, endlich! Das muss mein Paket sein. Ich habe deine Lieferung. Nee, du brauchst nicht zu unterschreiben. Wow, das Paket ist ja total kaputt. Mann, das Paket ist voll zerdrückt. Naja, hoffentlich ist drin noch alles in Ordnung. Was? Was ist das denn? Das habe ich definitiv nicht bestellt. Wie würde das Ding überhaupt an mir aussehen? Nee, auf keinen Fall. Das wird nicht passieren. Na toll, großartig. Mal sehen, vielleicht dieses Outfit? Nee. Das ist schon besser. Ja, sieht aus, als hätten sie meine Größe auf Lager. Ah, ich kann kaum erwarten, dass es ankommt. Das muss es schon sein. Hallo, ich habe eine Lieferung für dich. Bitte hier unterschreiben. Vielen Dank und noch einen schönen Tag. Ah, ich liebe schnelle Lieferungen. Oh, das sieht so süß aus. Ich probiere das gleich mal an. Ja, das passt perfekt. Zeit zum Duschen. Oh. Nichts schöner als sauber zu werden. Dieses neue Shampoo riecht ziemlich gut. Ja, das scheint auch super. Zeit zum Ausspülen. Ja, irgendwas stimmt in dem Wasser nicht. Ekelhaft, das ist ja total verrostet. Boah Mann, jetzt bin ich schmutziger als vorher. Eine Dusche wird mir helfen, mich wach zu machen. Ah, die wird schön warm und erfrischend sein. Hey, wo ist denn das Wasser? Ja, oh, stattdessen ist es eine Gelddusche. Oh, ich habe meinen Schokoriegel schon aufgegessen. Ach Mann, sieht so aus, als ob alles alle ist. Schade. Naja, dann muss ich wohl was einkaufen. Geld ist sowieso zum Ausgeben da. Danke für den Einkauf. Oh Mann, die Schlange ist ja ganz schön lang. Oh, toll, sieht aus, als wäre ich doch gleich dran. Willst du nur das kaufen? Ja, mehr brauche ich nicht. Dennoch, das ist ein Überfall. Gib mir das ganze Geld, baldig. Hey, gib mir auch die Schokolade.
Warum? Das ist der schlimmste Tag. Bitte sehr, Fräulein. Mal sehen. Ich nehme die Milka-Schokolade. Welche Geschmacksrichtung hättest du gerne? Oh je, die hier oder die hier? Die da. Definitiv, ja, die. Die wird köstlich. Was ist das? Das gibt's doch nicht. Oh, ich habe gerade $10.000 gewonnen. Ja. Kannst du es glauben? Oh, das ist der beste Tag. Oh mein Gott, du hast so ein Glück. Diese junge Dame hat gerade $10.000 hier in unserem Laden gewonnen. Hey, rutsch rüber und mach Platz für mich. Schau mal, was ich hab. Jawohl, dieser Lottoschein wird mich reich machen. Jetzt zu den Jackpot-Zahlen von heute Abend. Du könntest unser glücklicher Gewinner sein. Okay, los geht's. Die erste Zahl ist die 10. Alles klar, ich hab die 10. Als nächstes kommt die 45. Okay, okay. Das sieht schon ziemlich gut aus. Schau, schau, ich brauche nur noch eine Zahl. Ja, okay, wenn du das sagst. Und jetzt zur letzten Zahl der heutigen Ziehung. Nummer 6. 6? Aber ich brauche die 9. Nein, das ist nicht fair. Ich war so nah dran. Oh, ich hasse diese blöde Lotterie. Ich hau ab. Oh, bleibt dran, Leute. Ich bekomme eine Nachricht. Oh, tut mir leid, aber die letzte Zahl ist tatsächlich die 9. Warte, 9? Das ist die letzte Zahl auf diesem Los. Ich werde meine Sorgen in Eiscreme ertränken. Hey, was soll das denn? Niemals. Body hat mit meinem Los gewonnen. Heute ist ein Glückstag, junge Dame. Warum habe ich immer Pech? Oh, der Einkauf ist so schwer. Puh, oh, endlich habe ich es geschafft. Ich muss nur noch mit dem Ellenbogen an die Klinke kommen. Na, vielleicht, wenn ich meinen Fuß benutze? Ich hab's fast, ich hab's fast. Oh, na gut, ich stell den Einkauf ab. Blöde Tür, die so schwer zu öffnen ist. Oh, warte und halt bitte die Tür für mich auf. Klar, kein Problem. Oh, das soll wohl ein Witz sein. Ach, ja, das tut mir leid, aber ich muss los. Dieser Tag. Oh, hey, lass mich dir mit den Einkäufen helfen. Ah, danke, das ist ja super hilfreich. Hey, ihr, nach euch. Ach, danke, dass du die Tür aufhältst. Na gut, Zeit, meinen Tag zu starten. Okay, wer kann X lösen? Ich? Oh, ja, ich denke, das kann ich. Oh Mist, mein Zeug. Ach. Sorry, ich habe das in einer Sekunde aufgehoben. Komm erst mal zur Tafel. Oh, okay, sorry. Nach X auflösen. Ja, ich kann das. Und fertig. Das ist die Lösung. Nein. Du hast genau hier einen Fehler gemacht. Das sollte 0 sein, nicht 1. Och Mann, so dumm. Geh und setz dich wieder. Na gut, wer möchte an die Tafel kommen? Oh, ich hoffe, er nimmt nicht mich dran. Mist, wieso nimmt er ausgerechnet mich dran? Okay, bitte beantworte die Frage auf dieser Karte. Die Hauptstadt von Kanada. Oh, das ist schwer. Also, Klasse, wie heißt die Hauptstadt von Kanada? Ich schätze, es ist... Ottawa, das ist richtig.
Wow, ernsthaft? Gut gemacht, du kannst dich wieder setzen. Ich habe das Gefühl, ich hätte was vergessen. Oh, Davids Geburtstag. Oh nein, er ist schon wach. Ich habe so gut geschlafen. Heute ist mein Geburtstag. Was für Geschenke ich wohl bekomme. Geschenke? Das ist echt übel. Hier für dich. Was ist das? Soll das etwa ein Kuchen sein? Happy Birthday. Aber, du hast meinen Tag ruiniert. Nein, David, mach das nicht. Hör bitte auf. Das kann ich nicht zulassen. Oh nein, er kommt die Treppen runter. Ich muss mich beeilen. Okay, Kuchen backen sollte nicht so schwer sein. Ich brauche nur ein paar Zutaten. Jetzt wird gebacken. Erst die Zutaten hinzufügen. Der Ofen ist zu langsam. So, schon viel besser. Wow. Ist der für mich? Das ist ein Kuchen. Darf ich ein Stück haben? Aber natürlich. Happy Birthday. Der war echt gut. Lalala. Bügeln ist so entspannend. Okay, bin in Position. Zielgesichtet. Betty hat keine Ahnung, was gleich passieren wird. Ping, ping, ping. Irgendwas stimmt hier nicht. Nein! Gefangen! Und die hier auch! Hey, das ist Cheaten! Ich habe keine Munition mehr! Jetzt bin ich dran. Können wir noch mal drüber reden? Vergiss es. Nein, alles nur das nicht. Hast du noch nicht genug? Ich muss weg. Das habe ich vergessen. Ha, dann bügel ich mal wieder. Oh nein, Feuer. Das ist ein Desaster. Phew, das fällt bestimmt nicht auf. Online-Shopping ist mein Lieblingshobby. Gut, Betty ist beschäftigt. David? Was war das? Zeit für einen Snack. Betty versteckt immer Süßigkeiten vor mir. Wo hat sie die dieses Mal versteckt? Aha, gefunden. Die gehören jetzt mir. Und dich habe ich auch gefunden. Schokolade. Wo hat sie die Chips versteckt? Oh, wie gewieft. Du solltest dich mehr ins Zeug legen, Betty. Mami hat gesagt, ich darf meine Kräfte für Essen benutzen. Darf nicht die Kontrolle verlieren. Muss eins mit den Chips sein. Gleich habe ich sie. Ja, geschafft. Ich bin so mächtig. Betty, gib sie her. Guter Versuch. Warte. Genau wie ich dachte. Gib mir den Süßkram. Na los, nun gib schon her. Du bist so gemein. Und wo ist der Rest? Nie darf ich Spaß haben. Das ist alles. Ach, er lernt's wohl nie. Hey, ich habe eine Eintrittskarte. Okay. Du kannst rein. Danke. Nicht so schnell. Oh, stimmt. Meine Eintrittskarte. Warte. So ist besser. Du bist knallhart. Nein, du musst über 16 sein. Aber das ist doch nur so eine dumme Regel. Regeln sind Regeln. Bitte, darf ich rein? Nein. Du bist gemein. Ich wollte den Film unbedingt sehen. Hey, bist du okay? Was ist passiert? Sie lassen mich nicht rein.
Wow, was hast du vor? Hm, es ist noch nicht vorbei. Ist schon gut, nicht weinen. Das war so peinlich. Ist schon gut, du musst nicht ins Kino gehen. Siehst du? Schau dir den süßen Affen an. Das klappt nicht. Ach komm schon, die sind doch lustig. Schau dir das an. Warte. Denkst du, was ich denke? Ich hoffe doch. Langsam. Hey. Ja? Was ist hier los? Ich bin mir hier nicht ganz sicher. Du hast dein Ticket? Hier ist es. Dann rein mit dir. Danke. Wir sind drin. Du kannst rauskommen. Gib mir eine Minute. Da bist du wieder. Puh, das war aber ganz schön knapp. Wir sind ein gutes Team. Dann wecke ich mal die Kinder. Ich hoffe, Betty hatte schöne Träume. Oh, sie schläft noch. Schau sie dir an. Betty, aufwachen. Süße, es wird Zeit aufzustehen. Was? Es ist früh am Morgen. Wo ist meine Brille? Ich kann nichts sehen. Besser? Hi. Oh, hi, Mami. Hi, Liebes. Warte kurz. Hier hast du Kuchen. Oh, du bist ein Goldschatz. Ich bin so froh, dass ich dich hab. Wow, was für eine Nacht. Ich muss ins Bett. Aber Mama darf mich nicht sehen. Ich klettere einfach durchs Fenster. Gut, niemand zu sehen. Sie wird nichts merken. Mein Mädchen, jeder Tag ist ein Vergnügen. Was war das? David? Was geht da oben vor sich? Oh oh. Ich brauche Augentropfen. David? Da stimmt was nicht. David, bist du schon wach? Oh, er sieht aus wie eine schlafende Schönheit. Er ist so ein guter Junge. Ich werde ihn sanft wecken. Er ist mein kleiner Engel. David, Zeit aufzustehen. Er ist eine richtige Schlafmütze. Liebling. Mann, ich will noch schlafen. Oh, der Wecker. Ich will aber im Bett bleiben. David, beruhige dich. Ich lass dich mal allein. Ui, ich bin spät dran. Jetzt muss ich aber los. Oh nee, ich bin echt sehr spät dran. Oh, das tut mir leid. Na, ist okay. Aber kannst du meine Handtasche aufheben? Ich hab's eilig, ich muss los. Aber... Mann, dann muss ich das wohl selber schaffen. Ich muss mich nur noch ein bisschen weiter strecken. Oh, ich bin müde. Was für ein Tag. Zeit, ins Bett zu gehen. Oh nee, ihre Handtasche. Sie braucht Hilfe. Oh, ein Glück, es war nur ein Traum. Aber warte mal. Was? Was ist passiert? Was ist denn los? Du bist schwanger. Oh, Betty. Oh, ich habe Hunger. Ein Hoch auf dein Essen. Ja, aber das wird nicht reichen. Nee. Das brauche ich auch noch. Ja, so ist es schon besser. Aber mein Essen... Muss es noch was anderes zu essen geben? Nee, nix. Wow, Senf, Essiggurken, Fisch? Woher kommt denn das ganze Zeug? Ach, mit Ketchup wird's noch leckerer. Ich kann den Blick nicht abwenden. Ja, Schlagsahne ist die perfekte Ergänzung. Juhu, das sieht aber nicht gut aus. Und die Erdbeere obendrauf rundet das Ganze ab.
Das ist genau das, wonach ich mich gesehnt habe. Ich liebe es, den Baum zu schmücken. Ach, der Stern. Ja, den steckst du dieses Jahr an. Nee, mach du das ruhig. Nee, sie weint. Ach, sie ist ja emotional jetzt, wo sie schwanger ist. Hier, du solltest den Stern anbringen. Vielen lieben Dank. Ja, der sieht wunderschön aus. Das hast du toll gemacht. Betty, nein! Tut mir leid. Mach weiter. Oh nee, oh nee, oh nee. Was ist denn los? Ich will doch nur die Gurke in Scheiben schneiden. Oh Mann, du bist so emotional wegen nichts. Ich nehme die Sache jetzt einfach mit. Diese arme geschnittene Gurke. Sie wird nie wieder ganz sein. Mal sehen, wo ist sie denn? Betty, ich bin hier drüben. Oh, ich hab dich vermisst, Babybauch. Deine Tante Betty ist hier und wird sich um dich kümmern. Mal sehen, wo ist dieser Raum? Geografieunterricht ist in Raum 214. Aber das ist 321. Ah, vielleicht können die mir helfen. Könnt ihr mir sagen, wo ich Raum 214 finde? Oh, hallo, Babybauch. Schau mal, wie süß der ist. Jeder will immer meinen Bauch anfassen. So finde ich den Raum nie. Zeit für ein kleines Verwöhnprogramm. Oh, es ist so schön, sich bei der Wärme zu entspannen. Oh, mein Rasierer. Muss ich mir wirklich die Beine rasieren? Ja, ich schätze schon. Okay, Bein. Hoch mit dir. Mann, alles ist so schwer, wenn man schwanger ist. Okay, Rasierschaum drauf und geschafft. Ich brauche ganz schön viele. Meine Beine sind ziemlich haarig. Oh, ich kann meine Knöchel nicht erreichen. Naja, dann ist das halt so. Ich strecke mich, soweit ich kann. Okay. Oh, das scheint zu funktionieren. Mehr oder weniger. Oh, das war harte Arbeit. Naja, wenigstens ist das erledigt. Jetzt muss ich nur noch hochkommen. Okay, jetzt noch meine Latschen gegen Schuhe tauschen. Ja, Schuhanzieher sind eine geniale Erfindung für Schwangere. Und die Schuhe sind an. Jo, man kann meine haarigen Knöchel sehen. Naja, ist schon okay. Ich ziehe einfach meine Socken hoch. Perfekt. Jetzt kann ich endlich rausgehen. Dieser Strauß kommt genau hierhin. Oh, die riechen so gut. Jo, aber diese Scherben riechen nicht so gut. Oh, sorry, Betty. Ach, schon gut. Ich schnapp mir einfach die schmutzige Wäsche. Oh, hey, Rosen. Ich wette, die riechen gut. Oh, Mann. Jo, die riechen ja schrecklich. Mir wird ganz schlecht. Ich brauche die Schüssel. Oh, mein Wäschekorb, das ist ja eklig. Waschmittel, lass mich dran riechen. Oh, das riecht viel besser als diese ekligen Rosen. Mann, deine Schwangerschaftsnase wird langsam ein bisschen lächerlich. Ich schätze, ich mache die Wäsche ein anderes Mal. So schön, so frisch. 100-mal Bürsten macht dein Haar super glänzend. Nee, nee, das darf doch nicht sein. Schau dir diese SMS an. Oh, Betty, das tut mir leid. Warum will er sich von mir trennen? Wir sind doch so ein süßes Paar. Oh, nee, ich muss aufs Klo. Und er konnte mich nicht mal anrufen? Er macht mit mir per SMS Schluss? Ja, das ist sehr traurig, aber Betty, gib mir eine Sekunde. Oh, ich bin so wütend auf ihn. Ja, das ist gut, Betty, lass alles raus. Und er macht mit mir an einem Samstag Schluss. Wer macht denn sowas? Betty, ich muss pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Warum verlässt er mich? Ach, arme Betty, sie ist so traurig. Nee, ich muss schon wieder pinkeln. Ach, das war's, Betty. Komm mit mir ins Badezimmer. Du bleibst genau hier stehen und redest weiter. Du hast recht, Betty. Das war echt mies von ihm. Och, Betty. Oh, das ist viel besser. Was? Nichts ist besser. Wie kannst du sowas sagen? Ich meine, du hast was Besseres verdient. Ja.
Ja, sie war für eine Weile ziemlich durcheinander. Oh, ich muss dich zurückrufen. Oh, mein Bauch ist so groß, das wird schwer. Vielleicht komme ich an, wenn ich auf der Couch sitze. Ich komme aber nicht ganz ran. Vielleicht, wenn ich beide Hände ausstrecke. Doch, ich hasse das. Ah, meine Finger bringen mich auf eine Idee. Ich bin gleich wieder da, Kopfhörer. Jawohl, jetzt habe ich eine Greifklaue. Jetzt kann ich sie easy peasy aufheben. Ja, ich hab sie. Ich hab doch gesagt, ich krieg sie. Warte, was ist denn mit der Sonne passiert? Oh, das ist ziemlich lecker. Der Typ hat mir zugewunken. Der will rüberkommen. Na klar, in Ordnung. Boah, der ist ziemlich süß. Ich schätze, er wird zuerst reden. Ja, das ist eine ziemlich lange Story. Wow, die Schwangerschaft macht mich echt müde. Ich ruhe meinen Kopf ein bisschen aus. Ich bin wach. Alles in Ordnung. Du hast ja was im Gesicht. Oh, nice. Ja, ich steck das einfach in meinen Mund. Entschuldige mich für einen Moment. Ich muss mal... Wow, worauf habe ich mich da nur eingelassen? Tickets bitte. Keiner kommt ohne Ticket rein. Die nächste bitte. Hallo, Fräulein. Oh ja, ja, hier ist mein Ticket. Okay, du kannst rein. Nächster. Das ist toll und die Stühle sind so gemütlich. Ja, das wird ein lustiger Abend. Oh, die Schwangerschaftsmüdigkeit überfällt mich wieder. Ich schließe ganz kurz meine Augen. Also dann habe ich ihr gesagt, dass das, was sie gesagt hat, nicht wahr ist. Oh, hey, wir sind so froh, dich zu sehen. Würdest du uns deinen Platz überlassen? Na gut, dann sitze ich halt auf dem Boden. Betty, hast du die letzte Folge gesehen? Sorry, aber mein großer Bauch, der braucht mehr Platz. Kann sich einer von euch woanders hinsetzen? Okay, ich denke, ich kann das. Hey, willkommen auf dem Boden. Oh, ich sitze immer noch unbequem. Kannst du dich auch umsetzen? Ja, ich denke schon. Ah, das ist viel besser. Hey, kannst du ein bisschen rüberrutschen, damit ich was sehe? Super, lasst uns den Film starten. Ja, so habe ich mir den Abend aber nicht vorgestellt. Ich liebe Popcorn. Oh, ich bin wach. Oh, bitte, oh, bitte. Ja, ich bin nicht mehr schwanger. Oh, was für eine Erleichterung. Unglaublich, dass er die Frage falsch beantwortet hat. Oh mein Gott, er ist so süß. Ich setze mich mal hin. Okay, da bin ich. Oh, hi. Oh mein Gott, er hat mir zugewunken. Ich sollte mit ihm reden. Nein, was soll ich denn sagen? Okay, sei tapfer. Hey, jetzt mal, mach Platz für mich. Oh, sie hat sich einfach reingedrängt. Hey Bella, du siehst heute richtig gut aus. Hast du Lust, mit mir zur Show zu gehen? Das ist nicht fair. Hey, kaum zu glauben, dass der Lehrer zu spät dran ist. Also gut, Klasse, ich bin da. Beruhigt euch. Hey, der Unterricht beginnt. Unglaublich, dass er uns jetzt anschnauzt. Kein Gequatsche. Oh Gott, ich entsorge besser den Kaugummi. Was soll ich tun? Aufstehen? Ich muss erst fragen. Herr Lehrer, darf ich den Kaugummi wegwerfen? Ja, das ist in Ordnung. Du darfst. Wie peinlich. Ich gehe besser schnell. Mach's gut, Kaugummi. Wow, Bella ist viel zu spät. Was ist los, Leute? Unglaublich, so respektlos. Hey, was habe ich verpasst? Irgendwas? Der Kaugummi ist nicht gut. Der hat schon seinen Geschmack verloren. Was ist das für ein Geräusch?
Teller. Was glaubst du, was du da machst? Kein Kaugummi-Gekaue. In diesem Raum herrscht Ruhe. Spuck den Kaugummi aus. Sofort. Okay, meinetwegen. Whatever. Was war das? Kaugummi? Bella! Oh, Freya, der ist voll sauer. Ich mag Schlagsahne und Streusel. Hm? Oh, es ist schon morgen. Ah, ich fühle mich schön ausgeruht. Was werde ich heute wohl in der Schule lernen? Oh nein, mein Wecker hat nicht geklingelt. Ich bin spät dran. Nein! Meine Haare, meine Kleidung, mein alles. Okay, das ist genug Make-up. Ich muss los. Hm? Wer kommt da zu spät? Es tut mir so leid, mein Wecker hat nicht geklingelt. Schon gut, das kommt vor, setz dich einfach. Okay, ich setze mich. Wow, bei ihr ist eine Menge los. Hä? Was ist das? Oh, der Wecker. Aufstehen ist das Allerschlimmste. Wie spät ist es eigentlich? Oh. Ich wünschte, ich könnte einfach im Bett bleiben. Ich sollte mich aber fertig machen. Wenigstens etwas Make-up. Oh, ich habe eine tolle Idee. Nur ein kleines bisschen unter die Augen. Und dann auch noch ein Hauch auf meine Nasenspitze. Jetzt noch ein bisschen verteilen. Das wird der Hammer, wenn ich fertig bin. Okay, und jetzt mein erstklassiger Auftritt. Mama! Ja, was ist los, Liebling? Ich bin krank. Oh, dein Husten klingt ja gar nicht gut. Hm, du fühlst dich aber nicht warm an. Mist. Du ruhst dich erstmal aus und ich rufe die Schule an. Yes, mein Plan ist aufgegangen. Ich bin genial. Oh, ich muss so dringend auf die Toilette. Kann ich bitte auf die Toilette gehen? Ja, das ist meine Chance. Hey, schau dir das an. Willst du die Antworten? Ja, das wird dich was kosten. Danke. Und hier ist Bettys Test. Oh, das ist besser. Hey, wo ist denn mein Test? Wie konnte mein Test denn einfach verschwinden? Ah, hab ich den Test nie gemacht? Wasser ist in der Schüssel, also ihr müsst daran denken, dass... Oh Mann, mir ist so langweilig. Vielleicht sollte ich ein paar Notizen machen. Komm schon, Bella, bleib wach. Was sind das für ein Geräusch? Schnarcht Bella etwa? Was? Warum starrst du mich denn so an? Ich bin so müde. Ew, die schläft jetzt auch auf meinem Schreibtisch. Bella, aufwachen. Ich bin okay. Au, Mann, mein Rücken, meine Schulter. Und ich kann diesen Teil nicht genug betonen. Oh. Oh, oh nein. Klasse, ich bin gleich wieder da. Huh. Der ist weg. Oh, das ist meine Chance. Okay, ich hab die Kreide. Ich werde einfach eine kleine Nachricht hinterlassen. Ich kann diesen Teil nicht genug betonen. Oh nein. Ups, da kommt er. Ich muss weg. Hier bitte, Betty. Entschuldigt bitte, Klasse. Wo waren wir? Ich, Betty? Ich bin ein Loser? Nein, 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 nein. Das habe ich nicht geschrieben. Das war ich nicht. Also, ich bin enttäuscht, dass du so wenig von mir hältst. Boah, du bist so ein Arsch, Bella. Seit der neuen Tag des Lernens zu beginnen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was ich heute lerne. Ich bereite meine Sachen für ein optimales Lernen vor. Schreib Block.
Federtasche. Und natürlich auch Stifte. Und natürlich meine Flagge. Denn Bildung ist Freiheit. Oh, ich bin so privilegiert. Hey, Blondie. Süße Haare. Mal sehen. Hier habe ich mein Telefon. Was ist das denn? Ach ja, mein Radiergummi. Ha. Oh, ich stecke das wohl besser wieder zusammen. Hm. Ach. Ja, Papier zum Schreiben brauche ich auch. Etwas glätten und dann reicht's schon. Hey, kann ich mir einen... Ach, vergiss es. Ich benutze einfach mein Telefon für die Notizen. Perfekt, jetzt kann ich mich zurücklehnen und entspannen. Hm, die Telefonaufnahme ist irgendwie eine gute Idee. Es war toll, aber dann bekam sie Amnesie. Oh, schau dir ihren Babybauch an. Wir sollten ein Baby bekommen. Was? Nee. Wir sind noch nicht so weit. Das ist zu viel Arbeit. Bitte, bitte, bitte. Ich will ein süßes kleines Baby. Hey, ist das Amor? Mal sehen, wo gibt es ein Paar für den Liebesschuss? Also ihr seid eindeutig schon verliebt. Dann sollte ich wohl besser diesen Babypfeil nehmen. Auf keinen Fall. Verschwinde von hier, Amor. Glück, dass ich perfekt zielen kann. Bitte nicht. Kein Babypfeil. Schieß den nicht ab. Nein. Hey, Babe, was ist denn hier los? Warum springst du denn so rum? Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Pfeil mit einem Schnuller dran. Autsch, das tut weh. Und ich fühle mich komisch. Oh nee, das darf doch nicht wahr sein. Kevin, warum siehst du denn schwanger aus? Sorry, Bro, du hättest halt nicht vor dem Pfeil springen sollen. Weißt du was, es ist in Ordnung. Ich gehe einfach nach Hause. Was? Was ist denn hier los? Ja, das war eine großartige Leistung. Yes, yes, yes. Nee, Mann, wie konnte der denn den Korb verfehlen? Naja, Prost auf die Bro-Zeit und Basketball. Alter, warum trinkst du denn Milch? Ja, wegen des Kalziums. Das Baby braucht das. Okay, das macht Sinn. Schreck. Go, 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 ja! Halbfeldschuss! Ich denke, wir können dieses Spiel noch gewinnen. Kevin, Bro, es ist okay. Gewinnen ist gut. Nicht weinen. Ich kann nicht anders. Ich bin einfach so emotional. Hier ist was. Das wird helfen. Oh, Kumpels, meine Leibspeise. Woher wusstet ihr das? Ja, weil wir Bros sind, Alter. Wir kennen dich doch. Er spielt einen Pass. Nein. Ich hoffe, dir gefällt diese Geschichte, Baby. So wirst du klug aufwachsen. Oh, das war schön. Fühle ich mich dicker? Habe ich zugenommen? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Komm, Baby Kevin, Zeit auf die Waage zu steigen. Ja, ich muss da nur drankommen. Warte, ich hole sie einfach mit dem Fuß vor. Warte, ich kann das Display nicht sehen. Mein Bauch ist im Weg. Boah, Mann, das ist auch lächerlich. Komm schon. Okay, ich muss mir doch die Waage schnappen. Ab nach unten. Ja, ich hab's geschafft. Und jetzt wieder hoch. Okay, Baby Kevin. Zeit, dein Gewicht zu überprüfen. Hey, was ist denn da drüben los? Jo. Gut gemacht, Baby Kevin. Warte, war hier jemand? War wohl nicht. Alles klar, die Snacks stehen bereit. Zeit fürs Fernsehen. Oh. Ich trinke erst mal Wasser. Ich muss ja hydratisiert bleiben. Warte,
bin nicht nass und kalt. Oh, ein Baby zu sein ist echt hart. Oh, erfrischend. Oh, Skittles, die sind toll. Verschluckt am Skittle. Oh, endlich bin ich trocken, aber das habe ich nicht Daddy Kevin zu verdanken. Was? Oh, wow, das war gefährlich. Mal erstmal keine Skittles mehr. Zeit für ein paar Pringles. Ja, die werde ich definitiv alle aufessen. So gut und salzig. Mein Favorit. Ich kann sofort die ganze Dose auffuttern. Au! Mann, der muss lernen, sein Essen zu kauen. Was ist das denn? Chips? Nö, das geht wieder hoch zu Daddy Kevin. Ich fühle mich irgendwie komisch. Oh, nee. Boah, ich muss kotzen. Hey, kannst du bitte ein bisschen rüberrutschen? Der Baby-Kevin-Bauch braucht mehr Platz. Oh, die Fernbedienung ist so weit weg. Da komme ich nicht dran. Oh, sorry, Babe. Hier hast du sie. Okay, ich schätze, wir gucken, was du sehen willst. Oh, ich sitze so unbequem. Meinst du, du könntest mir ein Kopfkissen holen? Hier, bitteschön. Ich hoffe, es hilft. Oh, das ist so viel besser. Kannst du mir auch was zu trinken holen? Bitte, bitte. Ja, okay, ich hol dir einen Tee. Ah, vielen Dank, du bist die Beste. Oh, Mann, der schmeckt ja furchtbar. Hier hast du den. Warte. Ich habe meine Meinung geändert. Tee. Oh, nee, bah, der ist doch eklig. Nee, den will ich nicht. Ich mein's dieses Mal ernst. Bin gleich wieder da. Toilettenpause. Es ist Waschtag, Zeit für saubere Kleidung. Oh Mann, das ist echt schwer, das alles aufzusammeln. Okay, ich hab's. Weiter geht's. Puh, das war anstrengend. Baby Kevin, das ist eine Menge Wäsche. Oh, ich bin so müde. Ich könnte ein Nickerchen vertragen. Nee, ich bin wach. Oh, ich habe noch so viel zu tun. Puh, manchmal ist es echt schwer aufzustehen. Ja, die Schwangerschaft wird nicht einfacher, das ist sicher. Warum muss denn alles so nah am Boden sein? Bücken ist unmöglich. Vielleicht kann ich das alles auf einmal machen. Und rein damit. Ja, ich hab's geschafft. Oh, ich wusste nicht, dass meine Füße so praktisch sind. Oh nee, aber ich muss noch die Knöpfe erreichen. Oh, und davon gibt's so viele. Warum ist das denn so kompliziert? Sieht aus, als müsste ich hier drehen, oder? Warte, ich weiß, was helfen wird. Die Fernbedienung. Nee, das funktioniert nicht. Warum ist das alles denn so schwer? Ich hasse Wäsche waschen. Alles ist schrecklich. Was machst du denn auf dem Boden und warum weinst du denn? Ich kann die Waschmaschine nicht starten. Ach, Kevin, das ist nicht so schwer. Drück einfach diesen Knopf hier. Ich bin so dumm. Das war so einfach. Ja, ich kann noch mehr saure Gurken essen. Oh, unbequem. Zu heiß. Zu viele Decken. Muss doch eine Möglichkeit geben, bequem zu liegen. Nee, das nutzt nichts. Ich kann genauso gut aufstehen. Ach, Baby Kevin, warum ist alles so wund? Die Idee könnte tatsächlich funktionieren. Aber erst muss ich aufstehen. Komm her, Schwimmdonut. Ich brauch dich im Bett. Oh ja. Oh, das ist fantastisch. Warte. Nee, das ist es nicht. Das ist auch nicht besser. Ja, verschwinde von hier. Du Verräter-Donut.
Ich will doch einfach nur schlafen. Na, oh, was für ein langer Tag. Aber nichts geht über ein Glas kalte Milch. Ach ja, der Typ. Ich schätze, der hat jetzt genug. Kein Baby mehr für Kevin. Oh, bin ich wieder normal? Ich bin wieder normal. Oh ja. Penny hat Geburtstag. Da gibt's einen fetten Geburtstagskuchen. Bereit? Sowas von. Mal sehen, was du drauf hast. Möge die Challenge beginnen. Wow, das war eine kleine Zuckerexplosion. Welcher Kuchen wird ihr am besten gefallen? Schokolade oder Zucker? Das sieht interessant aus. Wie du meinst. Hey, so schlimm ist es doch gar nicht, oder? Um ehrlich zu sein, beide sind schlecht. Penny! Schnell versteck den Kuchen! Da ist ja unser Geburtstagskind. Was riecht hier so süß? Habt ihr für mich gebacken? Nein, auf keinen Fall. Penny, nein! Wow! Gleich zwei Kuchen für mich alleine? Die sehen toll aus. Das sind wahre Kunstwerke. Danke für die Überraschung. Als ob die beiden backen könnten. Zum Glück war ich da und habe diese katastrophalen Kuchen ausgetauscht. Gute Arbeit. Oh, hi, Dad. Ich komme. Eiswaffeln? Oh, du bist ja auch noch da. Hier für dich. Hey, danke. Wir haben genug Eis für alle. Das perfekte Wetter für Eiscreme. Wo ist sein letztes Album? Kevins Musik ist einfach die beste. Ich wäre auch gern Superstar. Yes, sing für mich, Kevin. Woohoo! Kevin schmeißt ein Konzert? Wow, da muss ich hin. Es ist schon ausverkauft? Ich werde Kevin niemals live sehen. Oh, nicht weinen, Penny. Wir müssen was tun. Schon dabei. Ein bisschen mehr Concealer, Mr. Kevin. Bist du bereit? Ja. Das reicht. Okay. Ich komme. Sorry, Kevin. Werde ich nicht, okay? Boah, ist der schwer. Gleich geschafft. Ignoriert uns einfach. Das ist aber ein großes Baby. Wir haben hier ein Geschenk für dich. Okay. Sag Hallo zu deinem Lieblingssänger. Wie? Wow, das ist ja Kevin. Hi. Na los, dann sing mal. Wow, nein, ich muss weg. Na gut. Unglaublich, dass Kevin hier ist. Und er singt nur für mich. Das haben wir gut gemacht. Oh mein Gott, das ist eine geniale Idee. Na los, Dad. Ich bin wieder da. Oh, hi, Mom. Was ist das denn? Ist das wirklich dein Vater? Oh, okay, ihr habt mich dran gekriegt. Dann lasst uns endlich das Foto machen, okay? Tschüss! Und nochmal mit Grimassen. Eine glückliche Familie. Ah, mein
Dein Bett ist echt gemütlich. Also dann, gute Nacht, Mom. Hast du denn noch Lust auf eine gute Nachtgeschichte? Ja, voll gerne. Es war einmal ein lustiger Clown. Lies weiter. Hallo, Betty. Ich bin Coco, der Clown. Und ich mag gerne Unsinn. Ja, das ist die beste Geschichte aller Zeiten. Und eines Tages traf Coco eine gute Fee. Wow, ist die hübsch. Ich bin langsam echt müde. Oh, ist sie nicht süß, meine kleine Prinzessin? Schlaf gut, mein Liebling. Mami? Mami? Mami, wach auf! Mami, es ist Zeit für eine gute Nachtgeschichte. Mom! Hä? Wo bin ich? Kannst du mir das hier vorlesen? Ein Märchenbuch? Wie langweilig. Wie wär's mit ein paar Gruselgeschichten? Aber ich hab Angst. Es war einmal eine böse Hexe, die Kinder verspeiste. Ihr einziger Freund war eine Vogelscheuche, die nachts ihr Unwesen trieb. Ich hab Hunger. Ich muss leise sein, sonst hört mich Mom. Ich will einen Snack. Hier ist nichts. Wo sind denn die ganzen Süßigkeiten hin? Ah, ich weiß. Auch nichts? Hat Mom sie versteckt? Oh, Bingo! So viel Süßes. Was machst du denn da, junge Dame? Gib die Süßigkeiten her, ich mach das. Denk dran, du sollst mich fragen, wenn du etwas Süßes möchtest. Mmh, yummy. Ups, das hätte ich fast vergessen. Beinahe. Mmh. Sehr gut, Mom ist nicht da. Ich darf ihn nichts herumliegen lassen. Das kommt hier ins Glas. Kaum zu glauben, dass ich das tun muss. Ich versteck das mal lieber. So weit, so gut. Das findet die nie. Das hat so lecker geschmeckt. Mom, was machst du da? Oh, hi. Das war meine Schokolade. Wie kannst du das auch beweisen? Mami, bin wieder zu Hause. Das Spielen hat echt Spaß gemacht. Oh, ich habe mich geschnitten. Au. Mami, Hilfe. Da bist du ja wieder. Oh, du hast dich verletzt. Ich helfe dir. Na, lass mal sehen. Oh je, das sieht schlimm aus. Das brennt total. Mach was, Mama. Was mache ich denn jetzt? Warum verkleidest du dich? Das ist dein Job für die Krankenschwester, Mami. Oh, hätte ich bloß nichts gesagt. Gleich fühlst du dich schon viel besser. Leg dich hin und ruh dich etwas aus. Mami, hilf mir. Ich bin hingefallen und es tut weh. Was ist dir passiert? Ah, verstehe schon. Ich soll dir wieder mal helfen, hä? Huh? Oh, so viel Blut auf einmal. Halt mal das hier. Mir ist ein bisschen flau. Ich verbinde das Ganze jetzt mit Klopapier. Aber ich brauche doch ein Pflaster. Ach, Blödsinn. Wer braucht schon Pflaster? Schau, alles wieder gut. Gib mir die Chips zurück. Pflaster wären besser gewesen. Mom! Hey, Mom! Was ist denn los, mein Schatz? Das Spiel hier. Legen wir das zur Seite. Ich bin ja da. Keine Angst, das ist nur ein Spiel.